Hallo und herzlich willkommen, liebe Alpenwelle Aktuell Express-Fans. Heute habe ich etwas ganz Spezielles hier. Ganz schnell einen Talk, habe ich gedacht, machen wir, weil sie gerade kurz bei uns war. Hallo, herzlich willkommen, Margret Almer. Hallo. Hallo, lieber Marco, danke für die Einladung. Kein Problem. Margret, das ist alles ein bisschen nicht so spontan gewesen. Ein bisschen. Ja. Tut mir leid, dass ich dich so überfallen Nein, habe. Alles ist gut. Super. Du bist ja die Initiatorin von ASDVS. Das ist ja ein Drei-Länder-Wettbewerb. Wie ist das zustande gekommen? Ja, zustande gekommen ist es ja schon 2019. Da war die erste Staffel, die etwas größer war, weil wir hatten dieses Jahr immer noch dieses Corona ein bisschen dazwischen. Und ja, ich habe mir gedacht, die Volksmusik, die verliert sich so ein bisschen. Es gibt keinen Musikantenstall mehr, keinen Grand Prix der Volksmusik. So viele Sendungen sind im deutschen Bereich, in der Schweiz und in Österreich überall ausgefallen. Und ich habe mir gedacht, da musst du wieder was auf die Beine stellen. Ist ja meine Herzensangelegenheit. Und ich habe gedacht, jetzt müssen wir wieder was machen und in dieser volkstümlichen Szene. Und ja, und da habe ich gesagt, jetzt geht's los. ASDVS heißt ja Austria, Schweiz und Slowenien Slowenien. suchen den Volksmusikstar. Ganz genau, ja. Und warum ist Slowenien dabei? Was hat das in dir Ja, gemacht? Slowenien, das ist ja auch die Geburtsstätte von dieser Musik, sage ich mal, mit Slavko Ausenik, den Oberkrainern. Und daher kommt ja eigentlich auch diese Musik. Und es waren auch 2019 ganz, ganz viele slowenische Gruppen mit dabei, dieses Jahr auch wieder. Und natürlich auch aus Österreich mit der echten, urigen steirischen Musik und auch aus der Schweiz, was mich sehr gefreut hat. Und dass auch du dabei bist mit Alpenwelle TV, ganz, ganz toll. Also die Schweiz ist natürlich auch sehr gut vertreten. Wir fiebern ja auch ein bisschen mit der Ja, Schweiz. ich weiß ja schon, wie es Ja, ausgeht. das wollen wir aber noch niemandem Nein. verraten. Gab es irgendwelche Momente in diesem Wettbewerb, wo er für Gänsehaut gesorgt hat? Ja, es waren viele Momente dabei, weil jedes Land seine Kultur präsentiert. Und gerade in der Schweiz, da war eine Sängerin dabei, die Schweizer Kultur im Schweizerdeutsch gesungen hat und sehr schön gesungen hat, schön gekleidet war. Und ich kriege da Gänsehaut. Genauso die Slowenen, ne, die hatten auch Titel von Slavko Ausenik mit Zither, was ja auch nicht so alltäglich ist. Was wirklich sehr, sehr schön war. Und eben bei uns auch diese urige steirische Musik. Ich könnte nicht sagen, was mir besser gefällt. Ich habe diese Musik im Blut. Ich habe als kleines Mädchen schon gejodelt und gesungen. Mein Vater hat mir das damals gelernt. Und seitdem bin ich da infiziert. Es ist ja so, du machst ja diesen Wettbewerb, du hast ihn initiiert sozusagen. Und es ist ja nicht so, dass du einfach ein unbeschriebenes Blatt bist mit der ganzen Musikgeschichte. Du warst ja Jodlerkönigin von Ja. Österreich. Wie Ja. kam das zustande? Was war das für eine Geschichte? Erzähl mal Ja, kurz. das war genauso ein Wettbewerb, wie ich jetzt mache. Nur ein Jodelwettbewerb. Also da wurde nur gejodelt. Und da war ja auch in der Jury noch Vico Toriani zum Beispiel, der ja dann auch einen Live-Auftritt da gemacht hat. Und ja, dann habe ich gewonnen und seitdem bin ich eben diese österreichische Jodelkönigin. Und ich singe auch ein bisschen Schlager, aber vom Herzen kommt bei mir einfach der Jodler. Okay, super. Jetzt die Jury, die du hast, ist ja ein bisschen bunt gemischt und da gibt es ein paar, die haben eine Ahnung und eine Person, die hat keine Ahnung von dieser, also hat nicht das Musikgehör Nicht so ein sozusagen. Gehör, das Erzähl mal stimmt. etwas über die Jury. Ja, genau. Also Amalia Pfundner ist dabei. Sie ist die Gründerin von den Rabdal-Dirndln, die ja auch sehr oft beim Grand Prix der Volksmusik waren und beim Musikantenstall sehr bekannt durch ihren vierstimmigen Gesang. Und die hatten ja auch eine Zither mit in der Gruppe. Dann ist Wolfgang Lindner dabei, der Sohn von Wolfgang Lindner, ganz genau. Der Heißt damals auch Wolfgang. Heißt ganz genau so, ja, wie sein Interessant. Vater. Und der ist damals ja schon bei seinem Vater im Musikantenstall am Schlagzeug gesessen und hat da mitgespielt. Also ich kenne ihn schon von Kind auf, der ja in die Fußstapfen von seinem Vater gestiegen ist und der ein absolutes Gehör hat, ein großes Tonstudio in Krems an der Donau. Und ja, er ist so quasi der große Capo, was die Musik betrifft. Ja, ganz genau. Und dann habe ich noch einen Journalisten dabei, den Lothar Schwertführer, der ja zwei große Zeitungen hat, die Musikpost, die ja das Ganze auch bewirbt, oder die Heurigen Zeitung. Und ja, er hat natürlich nicht dieses Gehör, das wir Musiker alle haben. Das war mir aber bewusst. Und ich wollte jemanden in der Jury haben, der einfach so bewertet wie das Publikum. Wenn da jemand sitzt und nicht so ein Gehör hat und sagt, ey, das hat mir gefallen, hat mir nicht so gefallen. Das war mir wichtig, dass wir auch so eine Mischung haben.
Das ist doch interessant. Also ganz viele Leute, die Ahnung haben von Musik und ja, noch jemand, der das Publikum vertritt. Genau, ja, richtig. Ganz genau. Einer, der das Publikum vertritt. Das ist super, perfekt. Mhm, ja. Jetzt ist es so, ich sage das kurz in dieser Kamera, liebe Zuschauer, wir haben ja das neue Programm gestartet, Hit Express TV, und da haben wir was ganz Spezielles zu verkünden. Ja. Ich sag mal Ladies first. Also Hit Express TV, wie das schon klingt, das klingt ja schon so toll. Und danke vielmals, lieber Marco, dass du mir das auch angeboten hast, und ich nehme es gerne an. Und da gibt es dann eine neue Sendung, die von mir auch moderiert wird. Und ich habe ein neues Album gemacht mit Denis Novato, das ist ja der Harmonika-Weltmeister. Und da drin ist die Sendung. Ja, genau. Also eigentlich überall ist ein bisschen das überall so. Ja, ja, ganz genau. Und die Sendung heißt auch so wie das neue Album, genau. Harmonika und Jodlerplausch. Diesen Titel hat ja Denis und ich gemeinsam geschrieben, er die Melodie, ich den Jodler. Und da ergänzen wir uns auch wunderbar. Und ich werde ihn auch in der Sendung vorstellen, auf alle Fälle mit unserem Titel. Und ja, das wird eine rein volkstümliche Sendung mit Interviews, volkstümliche Künstler aus mehreren Ländern. Und da freue ich mich schon ganz besonders darauf. Das wird ganz eine tolle Sache. Da freuen wir uns natürlich auch, dass wir auch unseren Zuschauern so eine Sendung bieten können. Ja. Und ich glaube, da wird es ja ziemlich urchig, sagen wir, ziemlich volkstümlich. Aber wir möchten noch nicht zu viel verraten von dieser Sendung. Ganz genau. Wir wissen in etwa, in welche Richtung das es geht. Aber ja, wie es dann am Ende aussieht, da machen wir rein. Sind wir noch ein bisschen still. Also es wird keine Schlagersendung, genau. Es wird volkstümlich. Und ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch, super. So, wir haben schon fast wieder die Zeit um. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, in diese Kamera da vorne, in die Mitte, darfst du noch kurz unseren Zuschauern was sagen. Aber vorher möchte ich noch gerne was wissen. Ja? Du hast gesagt, du gehst noch ins Disneyland oder Disney... Genau, Disney World. Was ist das für in eine Orlando. Geschichte? Ja, ich bin da jedes Jahr engagiert. Leider nur 2020 ist alles ausgefallen. Mhm. Ich bin da jedes Jahr für 3 Monate engagiert. Da wurde eine eigene Bühne aufgebaut. Mhm. Das heißt German Epcot. Und da kommen Gäste aus der ganzen Welt. Das sind wirklich täglich 80.000 Besucher. So groß ist dieser Komplex. Und ich vertrete da eben Deutschland, unsere Kultur, Österreich, Deutschland und natürlich auch Schweiz. Das ist ja die Musik sehr ähnlich. Ja, klar. Und ja, ich mache da jeden Tag 7x17 Minuten Auftritt mit einem Duo, also wir sind zu dritt, das für 3 Monate, 5 Tage Woche. Ich habe 2 Tage frei und dann fahre ich immer so schön an den Strand und tue mich ein bisschen relaxen und so. Das ist eine ganz tolle Geschichte, ja. Bin ich ein bisschen zufrieden mit unserer Zusammenarbeit, dann weiß ich, dass du wirklich auch... harte Drehtage überstehst. Ja, also da bin ich mir ganz sicher. Ich bin hart im Nehmen. Super, perfekt. Gut, ich verabschiede mich kurz von meinen Zuschauern. Danke vielmals fürs Zuschauen bei Alpenwelle Express da auf der Facebook-Seite von der Alpenwelle. Und jetzt übergebe ich dir noch kurz das letzte Wort. Harmonika und Jodlerplausch. So heißt die neue Sendung, von mir moderiert. Und ich freue mich und ich werde auch ein bisschen jodeln für Sie, keine Frage. Und ich werde Ihnen ganz tolle volkstümliche Musiker präsentieren und Künstler. Freuen Sie sich darauf und ich freue mich auf Sie. Dankeschön.